Im Frühling erwacht die Pflanzen- und Tierwelt zu neuem Leben. Bäume und Blumen treiben aus, Tiere bekommen Junge und genau zu dieser Zeit feiern wir Ostern. Ostern ist ein Neubeginn. Ostern ist wirklich ein Fest der Hoffnung. Seit einigen Jahren haben wir eine neue Familientradition. Ähnlich wie man zu Weihnachten eine Krippenszene aufbaut, bauen wir zu Ostern ein Ostergrab mit einem kleinen Hügel, einer Höhle, einem Stein, Gras darüber und ein paar Stöckchen, die wir als Kreuze gebastelt haben. Wir lesen dann Schriftstellen und am dritten Tag rollen wir den Stein weg und das Grab ist leer. So verstehen unsere Kinder ganz einfach, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist. Wenn ich an die Auferstehung denke, dann ist es so, wie wenn ich einfach von einem Ort zu einem anderen Ort gehe. Ich wechsle die Umgebung. Und nichts anderes ist es. Der Tod ist nicht das Ende des Lebens, sondern der Tod ist Teil des Lebens. Und unser Leben geht weit über den Tod hinaus. Ich lade Sie ein, am Ostersonntag den Gottesdienst zu besuchen. Sie werden Frieden empfinden und Sie werden spüren, dass Gott, Ihr Vater, Sie liebt.